Klimaschutz macht auch vor dem Thema Ernährung nicht halt. Was wir essen, wo und wie wir Lebensmittel einkaufen und zubereiten, das alles hat Einfluss auf die Umwelt. Bevor Lebensmittel überhaupt auf unserem Tisch landen, erfolgen meist viele Schritte. Hallo, mein Name ist Linda und heute beschäftige ich mich mit dem Thema Ernährung. Wer seinen Einfluss aufs Klima nachhaltig ändern möchte, hat mit einer bewussten Ernährung viele Möglichkeiten. Denn rund ein Fünftel der Treibhausgase in Deutschland gehen auf unsere Ernährung zurück. Wir sind auf dem Gemüseacker der Solidarischen Landwirtschaftsinitiative, die Teil von unserem Betrieb ist. Das Prinzip der Solawi ist ein Zusammenschluss von Erzeugern, Erzeugerinnen und Verbraucherinnen und Verbrauchern. Wir benutzen organischen Dünger, der vom Hof kommt, arbeiten mit Tornspänen, aber eben nicht mit mineralischem Dünger. Wir arbeiten ohne Pestizide, ohne Insektizide, Fungizide, arbeiten mit samenfesten Sorten. Zum Teil ziehen wir das Gemüse selber. Der Riesenvorteil bei solidarischer Landwirtschaft ist einfach der, dass die Landwirte freier agieren können. Ich kriege mit, dass ich dazu beitrage, einem anderen Riesenproblem entgegenzuwirken, nämlich Lebensmittelverschwendung. Und also die Menschen, die sich die Mühe machen, sich mit solidarischer Landwirtschaft auseinanderzusetzen oder mit so einem Mietgarten, da ist das ja, auch wenn es ein vollkommen anderes Konzept ist, aber ich beschäftige mich wieder mit dem, was ich esse. Mhm. Und das stupst ein Umdenken an. Und in unserem Fall ist es eine ganz andere Denkstruktur, weil es gar nicht mehr darum geht, den größtmöglichen Gewinn auch mit seinem Betrieb zu machen, sondern das zu bekommen, was man tatsächlich für die Produktion braucht. Mhm. Das gefällt so vielen Leuten zunehmend, dass wir mittlerweile 200 Initiativen haben. Also die Kurve, die geht wirklich so. Ne? Heutzutage ist es wirklich einfach, auch in normalen Supermärkten vegane Produkte zu finden. Musste man vor einigen Jahren noch aufwendig die Zutatenliste jedes einzelnen Produkt durchgehen, helfen uns heute Symbole wie dieses weiter. Wer sich gesund ernährt, betreibt aktiven Klimaschutz. Das geht vor allem in Bezug auf unseren Fleisch- und Milchproduktekonsum. Viele denken dabei zwar, dass eine vegane Ernährung zeit- und kostenaufwendig ist, doch mit der Zeit ist das Angebot sehr groß geworden. Wie leicht es ist, sich heutzutage vegan zu ernähren, möchte ich nun mit Frau Hähnel von der Gruppe Vegado erfahren. Vegado ist ein lockerer Zusammenschluss von vegan lebenden Menschen. Was ich mitbekomme, so das Bewusstsein dafür, dass Ernährung eben auch ein wichtiger klimarelevanter Faktor ist, schon stärker ausgeprägt. Wenn man vegan lebt, dann lebt man halt nachhaltiger, ressourcenschonender. Aber ich finde es auch wichtig, dass man halt darauf achtet, dass man dann möglichst regional auch einkauft. Und wenn man jetzt Superfoods aus der ganzen Welt irgendwie, Chiasamen oder Goji-Bären oder was auch immer bestellt, dann wird das um den halben Globus geflogen und ist auch nicht gut für die Umwelt. Und als Veganer, die meisten sind wahrscheinlich erst aus ethischer Überzeugung Veganer, aber der Umweltschutzgedanke kommt irgendwann dazu. Und dann ist es auch selbstverständlich, dass man sich darüber Gedanken macht und versucht, das zu reduzieren oder irgendwie versucht, Alternativen zu schaffen. Gibt es denn schon Zahlen dazu? Kann man Vergleiche treffen zwischen einer Ernährung, die auf Fleisch basiert oder vegetarisch-veganer Ernährung, was die CO2-Bilanz betrifft? Ja, da gibt es Berechnungen von verschiedenen Umweltinstitutionen. Ja, es gibt ja wirklich Klimafußabdrücke der verschiedenen Lebensmittel und es ist wirklich sehr, sehr eindeutig, dass Fleisch im Verhältnis zu Obst oder Gemüse eben eine mehr als zehnfache Größe an CO2-Äquivalenten hat. Ne? Also hier ist es eben, ne? Fleisch hat eben eine CO2-Bilanz von 5 Kilogramm CO2-Äquivalent, wie man sagt. Und bei Obst sind es 0,46
schon gewaltiger Unterschied. Es ist ein großer Unterschied. Und ich denke, jeder politisch denkende Mensch kommt um die Frage nicht herum, sich mit Ernährung, also mit seinem Konsum allgemein und mit seiner Ernährung auseinanderzusetzen. Es ist unumstößlich, dass unser Lebensmittelverbrauch einen enormen Einfluss aufs Klima hat. Eine vegane Ernährung mit regionalen und saisonalen Produkten ist dabei besonders klimafreundlich. Doch wenn ich meinen Fleischkonsum bereits ein wenig einschränke, kann das ebenfalls dazu beitragen, das Klima zu schützen. Wie ist das denn bei euch? Fällt es euch schwer, auf Fleisch zu verzichten? Und achtet ihr immer auf die Herkunft eurer Lebensmittel? Schreibt es mir in die Kommentare.